Und da sind wir wieder, Leute. Herzlich willkommen zum Update-Video der Woche. Und wie jede Woche erzähle ich euch auch dieses Mal, was alles neu gekommen ist. Diese Woche sogar wieder mit einem Minecraft-Update. Und das heißt, das 5M-Update fällt etwas kleiner aus. Natürlich gibt es aber dennoch einige Änderungen und die zeige ich euch jetzt. Denn das Telefon hat einige Bugbehebungen und Veränderungen erhalten und jetzt funktioniert es wunderbar und flüssig vor allen Dingen wieder. Denn das Telefon ist bei uns ein wichtiges Feature auf dem Server. Wer kennt es nicht? Man loggt sich irgendwo und nirgendwo aus und wenn man sich am nächsten Tag wieder einloggt, muss man erstmal zur Garage laufen und zwar richtig weit. In meinem Fall sogar mehrere Kilometer. Das ist aber nicht mehr so, denn mit dem Paulberg-Rang ist es jetzt so, dass wenn ihr euch mit einem Auto ausloggt, ihr euch auch mit diesem selben Auto auch wieder einloggt. Voraussetzung ist, das Auto gehört euch. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt mit meinem Porsche hier auslogge und morgen wieder einlogge, dann werde ich hier mit meinem Auto zusammen wieder spawnen. Das ist nur eins von vielen bequemen Features, die ihr mit dem Paulberg-Rang habt. Das bedeutet, wenn ihr den Server unterstützt, unterstützen wir euch und nehmen euch einige lästige Sachen ganz einfach ab. Alle Vorteile könnt ihr im Discord sehen und den Rang bekommt ihr bei uns im Shop. Wir kommen aber jetzt direkt dazu, worauf ihr alle gewartet habt, und zwar das Auto der Woche. Und das Auto der Woche ist ein Auto, das es zuletzt letztes Jahr gab. Das bedeutet, es ist sehr limitiert. Gibt es aktuell nur viermal auf dem gesamten Server, Leute. Wir haben 20, 30, 40.000 Autos aktuell und vier davon sind das Auto, das ihr diese Woche bekommen könnt. Und zwar ist es der Ferrari F12. Und Leute, ich sag euch ehrlich, eins der heftigsten Autos. Episch ist das, 425.000 Autopunkte. Und wenn ihr dieses Auto haben wollt, könnt ihr jetzt die F12-Kiste an der Werkbank bauen. Und mit etwas Glück gehört dieses Auto bald euch. Das war's jetzt auch schon mit 5M gewesen. Jetzt machen wir aber weiter mit Minecraft, Leute. Let's go. Angekommen in Minecraft hat sich auch sehr viel verändert. Unter anderem laufen alle Server wieder wunderbar, sehr rund, flüssig. Und stürzen auch nicht mehr ab, nämlich nie wieder werden diese Server abstürzen, Leute. Easy. Die Server funktionieren wunderbar. Wenn ihr denn auf einen dieser City-Build-Servern zum Beispiel seid, wie ich jetzt City-Build Rot gerade, dort hat sich nämlich auch einiges verändert. Unter anderem gibt es neue Ränder für eure Grundstücke. Nämlich über 100 Stück gibt es mittlerweile. Leute, schaut euch das mal an. Ihr habt alle Blöcke, die es fast in Minecraft gibt, als Ränder verfügbar. Sogar Beacons, Enderportale. Ihr könnt sogar den Rand entfernen. Oder Diamantblöcke. Also ihr könnt sehr, sehr viele Ränder jetzt um eure Grundstücke rummachen. Die nächste Änderung ist, dass es jetzt neue An- und Verkäufer gibt. Die kaufen jetzt auch andere Gegenstände an. Zum Beispiel beim Verkäufer kann man jetzt Kupferbarren, Glowstone, Seelaternen und was noch alles verkaufen, Leute. Das kann sich sehr, sehr lohnen für euch. Die Kisten haben jetzt neue Inhalte, Gewinne und Items. Das bedeutet, Leute, checkt die Kisten ab, denn jede Kiste hat neue Gewinne. Und zu guter Letzt wurde die YouTuber-Insel geupdatet. Das bedeutet, ihr habt die aktuellste, brandneueste Map von heute sogar. Und dort sind alle neuen Bauten und Änderungen drin. Das heißt, ihr könnt die YouTuber-Insel mal wieder neu erkunden. Ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Update-Video der Woche. Wir sehen uns nächste Woche schon wieder mit dem nächsten Update. Das war's. Ciao mit Au!